Mein Kia wird unterstützt von der Diamant Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. Ich habe mir es jetzt hier hinten im Kofferraum des Kia Pro Seat bequem gemacht, aber wir wollen uns jetzt nicht hier hinten was anschauen, sondern in der ganz anderen Richtung, nämlich vorne. Die Multimedia-Einheit steht an, also die Herzzentrale, nenne ich sie einfach mal, dieses Fahrzeugs, wo man mehr oder weniger fast alles einstellen kann. Nur das Bierzapfen, das klappt, glaube ich, noch nicht so ganz. Aber ansonsten kann man jede Menge damit machen. Und was es in dieser Multimedia-Einheit alles zu entdecken gibt, das gehen wir jetzt mal durch. Kommen wir jetzt zum Herzstück des Kia Pro Seat, nämlich der Multimedia-Einheit. Da gibt es sehr viele Knöpfe, sehr viele Funktionen, sehr viele Menüs und sehr viel zu entdecken. Und das gehen wir jetzt einfach mal Taste für Taste alles in Ruhe durch. Das ist die Grundeinstellung, wenn ich das Fahrzeug einschalte. Momentan zeigt er mir Gast an und Uhrzeit, Temperatur auch von außen. Es ist schon wieder warm hier drin. Und wir starten am besten einfach mal mit der ersten Funktion, die ich jetzt hier hätte, nämlich dem Wischen. Das ist die Grundfunktion. Hier sieht man so ein bisschen die Kartennavigation, die angezeigt wird. Gast wird jetzt hier oben angezeigt. Ich habe momentan mein Smartphone nicht mit diesem Fahrzeug gekoppelt. Und wenn ich jetzt dauerhaft dort angemeldet wäre, dann könnte dort mein Name erscheinen. Brauchen wir aber in dem Fall jetzt mal nicht. Ich wische jetzt einfach mal rüber und damit kommen wir zur ersten Übersichtskarte hier in diesem Multimedia-System. Da kann ich nämlich die ganzen Dinge ansteuern, die ich auch hier unten in den Touch-Tasten habe. Ich kann also hier drin sein und da direkt etwas ansteuern. Ich kann es aber auch hier unten steuern. Verschiedene Dinge funktionieren dann, soweit ich das jetzt erkennen kann, dann auch nur hier unten. Beginnen wir mal mit der einfachsten Funktion oder mal mit dem, was man vielleicht am häufigsten auch nutzt, der Dinge, die man dann hören möchte während des Fahrens, nämlich mal der Radiofunktion. Da tippe ich jetzt hier mal drauf. Ich könnte aber auch hier, ist übrigens so ein Häuschen, das ist der sogenannte Home-Button. Da wäre ich dann immer in der Grundansicht, ich könnte ins Radio aber auch hier reinkommen. Das ist eine sehr, sehr schlanke Darstellung jetzt bei dieser neuesten Software, die hier drauf ist, hier bei Multimedia. Ich hätte jetzt hier meinen Radiosender, der angezeigt wird. Mal angenommen, ich wollte den jetzt speichern, dann sagt er mir hier unten auch schon im Display, was ich jetzt machen könnte. Favoriten können durch Drücken der Sterntaste auf dem Bildschirm gespeichert werden. Das heißt, hier ist eine Sterntaste. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann wäre dieser Sender automatisch in meinen Favoriten von den Radiostationen gespeichert. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich Radiostationen auswählen kann. Entweder ich habe sie jetzt hier und tippe hier mit vor-zurück. Dann einfach auf den nächsten Sender. Der ist jetzt alphabetisch sortiert, deswegen würde der da entsprechende Alphabet dann durchgehen. Ich habe aber auch die Funktion, hier mit dieser Taste einfach durchzudrehen quasi. Und wenn ich mich für einen Sender entschieden habe, nehmen wir jetzt beispielsweise mal RPR1, dann kann ich den einfach durch Drücken bestätigen und dann ist der gelb hinterlegt. In dem Moment wäre der Sender dann auch eingeschaltet. So, es gibt aber auch noch weitere Funktionen und Möglichkeiten, die ich mir anzeigen lassen kann. Nämlich immer hier mit dieser Auswahltaste, diesen drei kleinen Strichen. Ich hoffe, dass man es einigermaßen sehen kann. Da haben wir nämlich die sogenannte Liste. Und da kann ich dann auch wieder, wie auf dem Smartphone, so einmal durchwischen. Auch wieder alphabetisch sortiert. Zurück komme ich dann einfach hier mit der Zurücktaste. Ich kann auch hier wieder drauf drücken. Ich kann beispielsweise auch scannen. Scannen heißt, der spielt dann, ich glaube, so etwa 5 Sekunden immer die Sender an, springt dann zum nächsten und dann kann ich es irgendwann bestätigen und sagen, okay, den hätte ich jetzt gerne. Also wenn ich beispielsweise mal durchhören möchte, welche Sender da jetzt gerade welche Musik oder welche Nachrichten spielen, könnte man diese Funktion nutzen. So, ich kann auch noch regional auswählen an Pinnen hier in der Auswahl. TA wäre für Traffic, also die spezielle Sender, die also auch Verkehrsnachrichten anzeigen. Dann haben wir auch noch Audio-Einstellungen, die gucken wir uns aber später nochmal an. Handbuch und ich kann Splitscreen einschalten. Splitscreen machen wir jetzt gerade mal an. Dann hätte ich beispielsweise die Navigation und Radio parallel nebeneinander, vielleicht während einer Fahrt ganz praktisch.
Falls ich das haben will, das schalten wir jetzt mal wieder aus, dann ist das weg. Ich kann den Splitscreen aber auch einfach hier mit reinschalten. Da gibt es so einen kleinen Pfeil, wo man das rein und raus machen kann. So, ich speichere das jetzt mal als Favorit an. Habe ich jetzt mit Absicht mal gemacht und dann würden mir hier unten die ganzen Favoritensender angezeigt werden, wo ich dann direkt drauf drücken kann. Also wie ich finde, eine sehr schlanke und sehr einfache Art und Weise, um Radiostationen zu verwalten und einzustellen. Ich finde die prima. Jetzt können wir beispielsweise auch Favoriten entfernen. Das machen wir auch gerade mal. Jetzt wählen wir den Sender aus. Sagen entfernen. Jawohl. Und jetzt wäre der Sender wieder entspeichert aus den Favoriten. Und jetzt habe ich deswegen hier unten natürlich dann keine mehr. Lautstärke kann ich hier drüber regeln. Machen wir jetzt bewusst nicht an, wegen Gebergebühren, weil wir natürlich jetzt hier nichts laufen lassen dürfen. Auf Mute stelle ich, indem ich einfach hier einmal drauf drücke. Dann wäre das Radio jetzt aus. Und Entschuldigung, das ist jetzt also wirklich ein- und ausschalten, nicht also nur leise schalten. Mute kann ich nur am Lenkrad einschalten, da kann ich aber auch die Lautstärke regulieren oder auch über die Schaltwippe vor und zurück entweder die Favoriten oder die Sender steuern. Ja, das wären jetzt als erstes mal die Einstellungen hier bei den Funktionen für die Radiostationen. Nach dem Radio kommen die Media-Einheiten. Das halte ich jetzt mal relativ kurz, weil das mehr oder weniger auch selbsterklärend ist. Aber wir gehen es jetzt durch. Und zwar gibt es zwei Funktionen. Media heißt für mich in dem Fall, habe ich jetzt einen USB-Stick mit Musik dran gehängt. Es könnte aber auch alternativ mein Smartphone sein, wo ich entweder selbst Lieder drauf habe oder wo ich über einen Streaming-Dienst entsprechend Musik abspielen will. Dafür müsste ich das jetzt gekoppelt haben. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht. Wie das funktioniert, das gucken wir uns dann vielleicht nochmal in Ruhe später an. Gehen wir jetzt mal in die Media-Funktion rein. Ich drücke hier drauf auf Media. Das wäre Variante Nummer 1. War jetzt übrigens der Startbildschirm wieder, wie eben schon beim Radio. Oder ich wische einmal rüber und kann dann in Medien reingehen. So, jetzt wäre dadurch, dass der USB-Stick dranhängt, auch dieser direkt angezeigt. Das heißt, ich bekomme jetzt hier auf der linken Seite alphabetisch sortiert alle Lieder zu sehen. Und hier wird mir dieses Lied dann komplett oder in voller Einheit dann doch mal angezeigt. So, ich kann jetzt hier verschiedene Einstellungen machen. Nämlich ich kann an den Anfang des Titels gehen oder einen zurückskippen. Pause machen oder einen weiter drücken. Dasselbe mit dem Weiter und Zurück kann ich auch hier über diese Tasten machen oder aber am Lenkrad wieder mit der Schaltwippe. Ich glaube, hiermit kann ich auch weitergehen. Genau, also hier mit dem Drehrädchen kann ich auch mich nochmal alphabetisch hier links durch die Liste durcharbeiten und wenn mir jetzt irgendein Lied gefällt, drücke ich da einmal drauf und dann wird das direkt ausgewählt. Jetzt habe ich hier auch nochmal drei Funktionen, die ich auswählen kann, nämlich einmal die Wiederholung. Also wenn der USB-Stick durch wäre, ich glaube hier haben wir jetzt genau knapp 3.500 Lieder drauf, wenn 3.500 Lieder durchgelaufen wären, dann würde er von vorne wieder anfangen. Ich kann aber auch draufdrücken und nur ein Lied immer wiederholen. Hier unten drunter stelle ich ein, entweder eine sogenannte Shuffle-Funktion, die ist jetzt momentan eingestellt. Das heißt also, wenn ich jetzt ein weiter drücken würde, dann nimmt er nicht automatisch das nächste Lied in der Liste, sondern sucht wild eins aus der Liste. Das kann ich auch wieder zurückschalten und dann würde er alphabetisch einfach sich durchspielen. Ich persönlich favorisiere das. Das Lied löschen auf dem USB-Stick könnte ich hiermit, das will ich aber natürlich jetzt nicht machen. So, hätte ich jetzt auch noch andere Medienquellen, wie beispielsweise mein Smartphone angehängt, dann könnte ich hin und her switchen zwischen den verschiedenen Mediaquellen. Dafür tippe ich jetzt einfach wieder hier oben auf meine Einstellung, würde dann auf Medienquellen gehen. Mal angenommen, das Telefon wäre jetzt angehängt, könnte ich einfach auf Bluetooth-Audio gehen und könnte dann die Musik vom Smartphone abspielen. Hier haben wir, wie gesagt, jetzt den USB-Musik ausgewählt. Dann gibt es jetzt hier in den Medien noch die Naturklänge von Kia. Hier können wir einstellen Meeresrauschen, Regentage, einen Straßencafé, warmen Kamin, ein verschneites Dorf oder einen lebendigen Wald. Also wer ein bisschen beruhigende Geräusche einfach benötigt, der kann auch diese Funktion nutzen. Für ganz
kurz mal zwischendurch vielleicht eine ganz nette Geschichte. Genau, gehen wir nochmal in die Medienquellen rein. Die kann ich halt, wie gesagt, auch darüber steuern. Auch die funktionieren am Lenkrad. Da gibt es auf der linken Seite neben der Sprachfunktion einen kleinen Kreis mit Pfeilen, wo ich draufdrücken kann. Und da kann ich dann auch beispielsweise die Medienquellen nochmal auswählen. Ah ja, da sagt er mir jetzt hier schon, wenn ich die drücke, die Mo-Taste am Lenkrad, welche Medienquellen sollen denn davon angewählt werden. Das kann ich also individuell mir nochmal aussuchen, ob jetzt zum Beispiel nur Radio und USB-Stick oder auch noch mehrere Funktionen, dass man das quasi dann auch direkt vom Lenkrad aus steuern kann. Ja, jetzt gehen wir nochmal in die Media-Funktion rein. Genau, das wären im Prinzip die ganzen Einstellungen schon. Ich glaube, ansonsten haben wir genau hier sonst im Moment nichts mehr, was es noch Spannendes zu erzählen gäbe. Von daher drücke ich einfach mal wieder auf den Home-Button und dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Funktion hier im Multimedia-System. Nach Radio und Media gehen wir jetzt mal auf die Navigation. So, da tippen wir einfach hier unten in die Leiste rein oder aber, und das können wir natürlich auch nochmal machen, wir wischen wieder hier rüber und tippen auf Navigation. Wir starten ja immer vom Home-Bildschirm aus. Jetzt haben wir mehrere Funktionen. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich alles selbsterklärend, was wir jetzt hier haben. Wir gehen das jetzt einfach mal trotz alledem durch, die Suchfunktionen. Also hier können wir Adresseingabe machen. Da haben wir sogenannte POI-Kategorien. Da kann ich einfach mal reintippen. Und zwar sind das die Point of Interests. Also wenn ich zum Beispiel hier in der Umgebung bestimmte Dinge suche, wie eben Restaurants, Parkplätze, ein Krankenhaus, vielleicht auch den nächsten Kia-Partner oder so, dann kann ich das darüber direkt steuern. Also nach Kategorien sortiert bestimmte Dinge. Sehenswürdigkeiten gehen hier, glaube ich, auch. Ich glaube, das haben wir nochmal genauso was wie Touristenattraktionen oder nächste Polizeistation und lauter solche Funktionen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Das ist klar, letzte Ziele, wenn ich da irgendwas eingegeben habe, Adressbuch, ich kann also auch Adressen hinterlegen im Gerät selbst. Kia Service kann ich hier drüber suchen, die Kia Live Funktion, die schauen wir uns auch nochmal an. Wenn ich jetzt ein Ziel eingegeben hätte, kann ich auf der Route mir die aktuellen Verkehrsinformationen anzeigen lassen. Ich kann an bestimmten Standorten live nach Parkplätzen suchen, also beispielsweise Auslastung von Parkhäusern und ähnlichen und genauso auch Tankstellen, ob die jetzt geöffnet oder geschlossen haben, wo ich in der Nähe entsprechend was finden kann. Finde ich eine ganz schöne Funktion. Dann, wenn die Route eingegeben ist, können wir sie hier entweder abbrechen, da können wir sie uns ansehen, da können wir eine Tour planen, also wenn wir beispielsweise an ein bestimmtes Ziel wollen aber über bestimmte Routenpunkte fahren, dann kann ich das hier drüber steuern. Dann gibt es auch nochmal Routenoptionen. Ich habe ja mehrere Routen oftmals zur Auswahl oder Möglichkeiten, dann auch zum Beispiel über die Autobahn zu fahren. Und dann kann man darüber eben dann auch entsprechend steuern, welche von diesen Routen, ob jetzt besonders schnell, effizient oder kurz, glaube ich, das sind immer in der Regel die drei Funktionen, die mir da an Routen angezeigt werden. Dann kann ich hier unten noch Favoriten hinterlegen, nämlich beispielsweise meinen Wohnort, die Büroadresse oder auch noch weitere, wenn ich zu bestimmten Freunden oder irgendeinem Supermarkt oder so immer regelmäßig fahre. Dann kann ich die hier mir auch noch abspeichern. Gibt es noch weitere Funktionen? Nein, ich wische einmal durch. Funktioniert nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal in die normale Suche rein. Ja, das ist jetzt so eine Geschichte. Bei den früheren Navigationseinheiten konnte man immer getrennt suchen nach Straße und nach Ort. Da hatte man also mehrere Funktionen, um das einzugeben. Das funktioniert jetzt hier bei der Eingabe mittlerweile nur noch wie auf einem Smartphone, wie wenn ich jetzt googeln würde. Das heißt, ich muss den ganzen Kram in einem eingeben. Wir sind jetzt hier in Wiesbaden bei der Diamant-Auto-Welt und von daher nehme ich jetzt einfach mal ein Ziel bei uns hier in der Innenstadt und gebe einfach mal ein die Rheinstraße in Wiesbaden. So, das habe ich jetzt eingegeben. Jetzt drücke ich auf OK. Jetzt sucht er das natürlich. Jetzt bietet er mir schon, ich sag mal, zwei Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen an.
nämlich ein großes Kongresszentrum, was wir hier in der Stadt haben. Oder ich habe halt entsprechend die Rheinstraße, wie ich sie jetzt gesucht habe, kann die jetzt entsprechend auswählen. Dann zeigt er mir schon an, wo die ist, kann jetzt sagen, als Ziel festlegen. Uvo ist nicht aktiviert, ist klar, weil es ein Ausstellungsfahrzeug ist. Das sind diese Live-Funktionen, die ich normalerweise benutzen könnte. So, und jetzt hat er schon eine empfohlene Route oder eine Alternativroute, die scheint identisch zu sein. Jetzt könnte ich hier sagen, entweder Route starten oder bestimmte Routenoptionen eingeben. Das ist in dem Moment nur interessant, wenn ich eine längere Strecke fahren würde und ich beispielsweise keine Autobahn fahren will, sondern nur Landstraße nutzen will. Dann könnte ich das darüber beispielsweise, können wir ja mal reingehen, könnte ich das entsprechend ausschließen. Sieht man nämlich schon hier Autobahnen vermeiden, Straßen mit dem Vignettenpflicht, wenn ich ins Ausland fahre, vermeiden, Fähren vermeiden. Das sind alles so Funktionen, die natürlich dann für längere Ziele entsprechend interessanter sind. Oder ich kann Wegpunkte hinzufügen, wenn ich also über ein bestimmtes Ziel zu meinem Ziel möchte. Das könnte ich hier auch nochmal hinterlegen. Ja, und dann könnte ich jetzt schon auch die Route starten. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich kann schlecht mit dem Ausstellungsfahrzeug jetzt hier aus der Ausstellungshalle fahren, weil da müssten wir nämlich ein bisschen, ja, ich glaube, es würde dann ein bisschen krachen hier, weil ich dann erst einige Autos kaputt fahren müsste. Das wollen wir natürlich nicht. Das wären die Funktionen der Eingabe für ein Ziel mit Adresse. Das Ganze funktioniert also auch per Sprachsteuerung, da das Auto aber momentan noch nicht komplett durchkonfiguriert ist, kann ich das derzeit nicht eingeben. Deswegen lassen wir das mal weg. Die Sprachfunktion aktiviere ich entweder hier über diesen Button oder aber entsprechend mit der Taste am Lenkrad. So, jetzt gehen wir hier nochmal raus. Gehen wir nochmal in die Maps, also in die Einstellungen der Karte selbst. Das sehe ich ja auch nochmal. Da kann ich beispielsweise noch verschiedene Einstellungen machen. Momentan zeigt er mir immer die Straße an, wo ich momentan bin. Auf der Karte würde man auch sehen, da ist ja ein Kia-Partner. Und da sitzen wir ja momentan, um uns das Fahrzeug anzugucken. Hier über dieses Rädchen steuere ich jetzt die Zoom-Funktion. Also das heißt, ich kann die Kartenansicht mir vergrößern oder verkleinern. Das sehe ich hier oben dann in der Einstellung, momentan im 200-Meter-Standard. So, wenn ich jetzt aber hier drauf tippe, kann ich beispielsweise auch mir die Kartenansicht noch einstellen. So eine sogenannte 3D-Funktion. Dann 2D immer in Nord ausgerichtet oder immer in Fahrtrichtung. Das geht hier drüber. Hier oben kriege ich immer, weil es eine Erkennung von den Temposchildern ist. Das würde hier angezeigt werden. Da ist eine Kamera oben eingebaut. Was haben wir hier noch für Funktionen? Genau. POIs in der Nähe kann ich hier noch suchen. Ich kann was speichern. Ich kann mir Verkehrsinfos auch anzeigen lassen. Und das sind auch schon alle Funktionen. Genau, hier gehen wir nochmal drauf. Da kann man wahrscheinlich wieder splitten, das Ganze. Genau, ich kann jetzt hier USB-Musik mir wieder anzeigen lassen, aber die Funktion wollen wir jetzt mal nicht nutzen. Deswegen schalten wir das jetzt mal wieder aus und haben nur die Komplettkartenansicht. Das sind also die Funktionen, die ich hier beim Navigationssystem nutzen kann. Ich muss sagen, durch diese neue Einheit, ich kenne ja nun auch verschiedene andere Kias vorher, auch mit anderer Software drin, ist wirklich sehr, sehr übersichtlich geworden und einfach von den Eingaben her. Sehr schlank, sehr clean, das gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Die Navigation wollte ich jetzt nochmal rein. Jetzt gucken wir gerade nochmal, was wir hier noch für Funktionen in den Einstellungen haben. Da kann ich nur Symbole anders anordnen oder wieder ins Handbuch gehen, um mir da nochmal was anzeigen zu lassen. Ja, und das sind dann am Ende wirklich auch schon die ganzen Funktionen, die ich rund um die Navigation wissen sollte. So, jetzt gucken wir uns den wahrscheinlich umfangreichsten Teil nochmal dieses Multimedia-Systems hier an, nämlich das Setup. Jetzt wird es wirklich ein bisschen filigran und da würde ich auch jedem empfehlen, sich das einfach mal ganz in Ruhe selbst anzuschauen. Ich versuche jetzt wirklich da so die wichtigsten Funktionen mal rauszuarbeiten, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich da ganz, ganz, ganz tief reingehen müssen oder sollten, weil das so individuelle Einstellungen sind, die dann am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden muss, wie ihm die gefallen. Ich drücke da jetzt einfach mal drauf. Wir kennen ja das Spielchen. Entweder ich wische und kann dann in die Einstellungen gehen, oder? Kann ich dann in die Einstellungen gehen? Genau, die gibt es hier bei den Einstellungen.
Oder aber ich drücke einfach mal auf Setup und bin dann in den Einstellungen schon drin. Und gehen wir die Funktionen einfach mal komplett durch. Profil, das ist das, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt hatte. Da kann ich also ein Profil hinterlegen, also beispielsweise sowas wie bestimmte Radiostationen, die abgespeichert sind und so weiter. Wenn jetzt jemand anderes sich zum Beispiel als mit seinem zweiten Profil anmelden würde, dann sind automatisch die dort hinterlegten Funktionen gleich eingeschaltet. Das ist ein bisschen, erinnert mich das Ganze so an diesen Fahrersitz, wenn er elektrisch einstellbar ist, wo ich ja auch zwei Speicherfunktionen, zwei Memory-Funktionen habe, wo ich also so ein bisschen individuell die Position hier des Sitzes und des Lenkrads schon gleich hinterlegen kann. Und so funktioniert das Ganze hier im Multimedia-System entsprechend auch. Dann haben wir eine Spracherkennung, die kann ich dann aktivieren und ich kann mir vor allem, das finde ich jetzt ganz praktisch, hier Anweisungen auch nochmal anzeigen lassen. Ausführliche Anweisungen für die Spracherkennung, Expertenkurzanweisungen oder keine, dass man also quasi so ein bisschen geleitet wird. Gerade am Anfang finde ich das oft so kompliziert, weil das ja auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, mit welchen Befehlen man hier arbeiten kann. So, dann gucken wir uns mal die Fahrzeuggeschichten an. Das ist jetzt wirklich hochkomplex und auch sehr umfangreich. Deswegen will ich das mal ein bisschen versuchen einzugrenzen. Bei mir auf der linken Seite haben wir verschiedene Funktionen, nämlich einmal Fahrerassistenzsysteme. Dort kann ich eben sowas wie das Ansprechverhalten des Spurhalteassistenten oder den adaptiven Tempomaten, wie großer der Abstand zum Beispiel sein soll. Ich kann Warnhinweise eingeben, wie früh oder langsam der mich auf irgendetwas hinweisen möchte oder soll. Da möge jeder jetzt einfach mal ein bisschen selbst durchgehen, weil man sieht ja schon, das sind so unglaublich viele Funktionen, die man jetzt hier einstellen kann. Sowas wie die Parksensoren, wie laut oder leise die sein sollen, wenn man jetzt irgendwo einparkt. Oder wir haben Sicherheit beim Parken, wie die Kameraeinstellungen sein sollen, wegen des Querverkehrswarners und so weiter. Also das bitte einfach mal durchgucken, aber auf jeden Fall die Einstellmöglichkeiten für die Fahrerassistenzsysteme, das zeige ich jetzt gerade nochmal, sind hier bei Fahrzeugen und dann hier Fahrerassistenzen und dann können wir uns entsprechend hier nochmal durch die einzelnen Unterfunktionen durcharbeiten. So, wir gehen aber jetzt trotzdem mal weiter, da haben wir noch das Kombi-Instrument, da kann ich beispielsweise verschiedene Einstellungen vornehmen, ob mir ein Serviceintervall hier eingezeigt wird beispielsweise, nach wie viel Kilometern, sowas kann ich alles hinterlegen, kommt ja auch immer auf das Fahrzeug drauf an, ob ich Benziner oder Diesel habe, das kann man dann individuell dort entsprechend einstellen, wie ich das entsprechend brauche, nein, Inhalte wollte ich jetzt eigentlich keine auswählen, sondern ich wollte wieder einen zurückgehen. Genau, dann haben wir Klimaanlageneinstellungen, automatische Belüftung, sowas gibt es beispielsweise gerade im Winter oder im Herbst ganz praktisch, wenn es draußen ziemlich feucht ist. Das kann das System selbst erkennen, ich kann das dort entsprechend einstellen und dann würde die Klimaanlage bzw. die Klimaautomatik sich automatisch darauf einstellen, wenn sie merkt, oh, die Scheiben, die laufen an, jetzt stelle ich das lieber mal ein. Hier haben wir noch eine Sitzfunktion, einfaches Einsteigen. Das geht aber jetzt nur hier bei der elektrisch bedienbaren Variante, dass der also dann zurückfährt, dass ich es ein bisschen leichter habe, wenn ich einsteige und wenn ich mich reingesetzt habe und die Tür geschlossen habe, dann fährt er automatisch wieder nach vorne. Das kann ich hier drüber aktivieren. Lichteinstellungen gibt es noch, ambiente Beleuchtung oder Scheinwerfer-Timeout, wann immer das ausgeht. Komfortblinken kann ich beispielsweise noch verändern. Das heißt, wenn ich den Blinker leicht setze, dann blinkt er ja normalerweise dreimal, wenn ich die Spur wechsle. Ich kann das aber auch noch erhöhen oder rausmachen. Ja, ob man das jetzt unbedingt einstellen muss, das lasse ich mal dahingestellt. Die Tür, wann die verriegeln soll, ob die Heckklappe beispielsweise hinten automatisch aufgehen soll. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, diese intelligente Heckklappe, die kann ich also hier drüber ein- und ausschalten. Wenn das Fahrzeug also geschlossen ist und ich stehe hinter der Heckklappe einen Moment, dann öffnet die, wenn der Schlüssel in der Nähe ist, automatisch ja von alleine öffnet sich. Also wenn ich jetzt mit schweren Gepäck und Ähnlichem komme, dann kann die automatisch aufgehen. Dann haben wir noch Komfort-, Spiegel- und Lichtwillkommensfunktionen.
Jo, und dann noch den Standard. Das würde heißen, ich kann alle Einstellungen auch nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das soweit die Fahrzeugeinstellungen. So, das war hier dieser dritte Button. Dann gehen wir nochmal auf den Bildschirm. Da kann ich nochmal verschiedene Dinge einstellen, nämlich automatisch dunkel oder hell. Und die Helligkeit selbst kann ich auch steuern, indem ich sie zum Beispiel hier mit der Armaturenbrettbeleuchtung verknüpfen. Und da gibt es links neben dem Lenkrad gibt's so eine kleine Tasteneinheit und da kann ich die Displayanzeige ein bisschen von der Helligkeit einstellen. Das würde dann automatisch dann auch hier für das Display mit übernommen werden. Blaufilter kann ich einstellen. Das ist diese Geschichte, die man auch zum Beispiel beim Smartphone hat. Kurz vorm Schlafen gehen oder so soll man das ja normalerweise aktivieren, dass dann das Gehirn nicht die ganze Zeit quasi so wach gehalten wird. Ja, ob man das jetzt hier beim Auto braucht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Einen Bildschirmschoner können wir einstellen. Wir können den Startbildschirm ein bisschen individualisieren und wir können hier den Splitscreen auch noch einschalten, wo ich was drin haben will. Nachrichten bei Titelwechsel, wenn ich in der Navigation bin, dass der beispielsweise, wenn ich einen USB-Stick oder auch das Smartphone gekoppelt habe, dann eine kurze Anzeige macht, wenn der zum nächsten Titel es gibt, was da jetzt gerade läuft. Ja, auch eine schöne Funktion. Ja, kann man hier drüber eben entsprechend einstellen. Dann gehen wir nochmal in die allgemeinen Einstellungen. Da habe ich die aktuelle Version drin, die ich darüber abfragen kann. Systeminfos, meine Daten, Datum, Uhrzeit kann ich hier drüber einstellen und die Sprache, die Tastatur kann man hier noch auswählen und die Maßeinheiten, also wenn man jetzt zum Beispiel in Fahrenheit oder so das haben wollte. Das sind nochmal so Unterfunktionen. Die Audioeinstellungen, die finde ich jetzt nochmal ganz interessant. Die funktionieren aber an verschiedenen Stellen. Ich kann sie jetzt einmal hier über das Setup einstellen. Das hatten wir jetzt gerade gesehen, Setup Audio. Ich kann aber auch, ich gehe jetzt mal in eine Radiofunktion nochmal rein, hier drüber gehen und dann hier in die Audioeinstellungen. Ich komme immer wieder aufs gleiche Menü hin. Hier kann man nämlich ein bisschen variieren noch, wo der Ton hauptsächlich sein soll. Soll der beispielsweise mittig sein, also Fokus in der Mitte des Fahrzeugs. Dann ist es sehr gleichmäßig. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 Lautsprecher hier in dem Fahrzeug. Und dann kann man das darüber entsprechend einstellen und steuern. Man kann aber auch mehr nach links oder rechts oder vorne oder hinten das einstellen. Mal angenommen, man hat zum Beispiel hinten Kinder drin sitzen und möchte, dass die, wenn sie jetzt gerade am Schlafen sind, ein bisschen leiser haben. Dann kann man beispielsweise den Ton mal ein bisschen eher nach vorne stellen. Oder man will selbst ein bisschen Ruhe haben und die Kinder wollen die Benjamin Blümchen Nummern hören hinten. Dann kann man auch mal den Ton nur zum Beispiel eher nach hinten verschieben. Audio-Tuning geht auch noch hier drüber, kann ich Höhen und Tiefen noch beispielsweise einstellen. Die Fahranweisungen, wie laut oder leise ich die haben will, ob Navigation zum Beispiel bei Anrufen noch angesagt wird, was für Systemlautstärken es gibt. Also hier steuere ich alles über Lautstärken und Einstellungen der Töne oder der Audio-Funktion. Jetzt gehen wir nochmal das Setup zurück. Dann haben wir die Geräteverbindung. Momentan ist jetzt gerade kein Telefon gekoppelt. Das könnte ich aber hier entsprechend drüber steuern. Die Navigationseinstellungen, wie zum Beispiel die Karte mir angezeigt werden soll. Farbschema kann ich noch auswählen. Milch, Kaffee Latte oder Kaffee Mokka, in welchen Farben. Die Kartendarstellung kann ich hier noch mir anzeigen lassen, was ich da entsprechend drin haben will. Die POI-Darstellung. Ja, ob man das jetzt alles immer so braucht. Die Routenführung, genau. Sprachanweisungen, Entfernungen anzeigen, wenn es Grenzübergangsinformationen gibt. Also wenn ich jetzt die Grenze wechsle hier in Europa beispielsweise, was es jetzt für bestimmte Dinge gibt, auf die ich achten muss, was weiß ich zum Beispiel irgendwie Höchstgeschwindigkeiten oder Tempolimit oder ähnliches. Das würde mir dann jetzt hier angezeigt werden, wenn ich das, glaube ich, genau aktivieren würde. Ja, ist eigentlich ganz praktisch. Die weiteren Einstellungen gucken wir gerade nochmal. Letzte Ziele, welchen Kraftstoff, meine Daten und den Satelliten wähle ich darüber noch aus. So, dann gehen wir noch auf die Tasten. Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend. Ich hoffe, dass man es einigermaßen sehen kann, weil es, glaube ich, etwas spiegelt in der Kamera. Wenn wir einmal hier unten in dieser Leiste Map, also ja, die Karte, dann Navigation und hier eine Sterntaste.
Das ist eine Favoritentaste und die kann ich jetzt hier individuell belegen. Dadurch, dass wir jetzt hier beispielsweise keine Telefonfunktion mehr haben, wie es das ganz früher mal in den Multimedia-Einheiten gab, wie ich es aus meinem privaten alten Seed, dem Vorgänger von diesem, auch noch kenne, da hatte ich eine eigene Taste mit Telefonfunktion, könnte ich jetzt beispielsweise hier bei der benutzerdefinierten Taste sagen, bitte mein Telefon hinterlegen und in dem Moment, wenn ich auf diese Taste drücke, bin ich dann in der Telefonfunktion drin. Finde ich ganz praktisch. Man kann aber, wie gesagt, wie man das sieht, auch noch andere Dinge dort hinterlegen. Und man kann hier in diesen Einstellungen auch noch die Mode-Taste hinterlegen. Das ist das, was ich schon mal bei den Media-Einheiten erklärt hatte. Das ist diese Taste hier am Lenkrad, wo ich also zwischen den verschiedenen Media-Quellen hin und her switchen kann. Und hier drüber wähle ich dann quasi aus, was da alles integriert ist. Dann muss ich nicht immer hier drauf, sondern kann das auch alles übers Lenkrad steuern. So, dann haben wir ganz zum Schluss noch UVO. Connect, das glaube ich bald in Kia Connect oder Kia direkt irgendwas umbenannt wird. Also der Titel UVO verschwindet, glaube ich, dann. Und das sind diese Live-Daten, die also sowohl für den Verkehrsfunk wie also auch für Parken und Ähnliches funktioniert. Die kann ich hier drüber nochmal einstellen. Das wird natürlich dann auch vor allem bei der Auslieferung gemacht, dass das entsprechend aktiviert wird. In dem System selbst ist eine SIM-Karte drin. Ich muss es also nicht mehr über das Telefon koppeln, zwingend, um diese Funktion nutzen zu können. Das ist jetzt bei meinem alten, wie gesagt, noch so. Da muss ich also selbstständig dann auch Mobilfunkdaten dem Gerät quasi zur Verfügung stellen, dass er auf diese Live-Daten zugreifen kann. Das ist hier bei diesem System so, dass da eine SIM-Karte hinterlegt ist, um diese Daten damit abrufen zu können. So, das sollten jetzt dann aber auch alle Funktionen im Setup gewesen sein. Ja, und damit wären wir jetzt auch diese Geschichte dann einmal komplett durchgegangen. So, jetzt machen wir nochmal eine Funktion, nämlich Android Auto bzw. das Koppeln des Geräts mit der Multimedia-Einheit. Das ist ja für den einen oder anderen auch manchmal so eine kleine Hürde, funktioniert aber wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz simpel. Gucken wir als erstes uns mal Android Auto an. Das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist übrigens mit Apple CarPlay gleichzusetzen. Ich sage das nur deswegen jetzt, weil ich ein entsprechendes Android-Gerät habe. Deswegen spreche ich das jetzt an, aber wie gesagt, mit Apple CarPlay funktioniert das quasi genauso. Das, was wir brauchen, was wir jetzt allerdings in der Kameraeinstellung gerade nicht sehen, ist ein Kabel, was ich unten in der Bedieneinheit bei USB einstecken muss. Vor dem Bedienhebel gibt es also da drei Stecker. Einmal 12 Volt Anschluss, dann USB und entsprechende Ladefunktion per USB für das Gerät. Wir brauchen jetzt den mittleren Teil. Ich zeige das mal gerade. Ich habe einfach hier so einen Stecker genommen. Den habe ich jetzt schon mal ans Handy gepackt und steck den jetzt mal da ein und dann geht das im Prinzip von ganz alleine schon los. Ich höre das schon bei meinem Telefon, dass der jetzt anfängt zu nölen und meint nur willkommen bei Android Auto, Apps über das Display im Auto nutzen. Zum Fortfahren entsperren, so, da tippe ich jetzt einmal drauf bei meinem Gerät. So, und jetzt sagt er mir schon hier drüber, was ich im Prinzip machen will. Tippe ich einmal mal auf Weiter. Funktioniert. Ja. Alles klar. Auf OK. So, jetzt muss ich es noch aktivieren im Auto. Im Auto sage ich schon, im Gerät selbst. Da kommt eine automatische Anweisung. Die kann ich jetzt nicht zeigen. Da muss ich nur auf Weiter tippen und im Prinzip den ganzen Kram starten. Jetzt will er natürlich noch die Standortermittlung haben. Dann stellen wir ihm das jetzt hier auch gerade noch ein, damit er glücklich und zufrieden ist. So, und jetzt läuft die ganze Chose schon. Ich musste absolut gar nichts machen. Ich habe nur zweimal bestätigt, auf OK gedrückt und jetzt bin ich auch schon mit Android Auto hier über das System verbunden. Was wir uns da anzeigen lassen können, das zeige ich jetzt einfach nochmal hier. Da tippe ich nämlich jetzt mal gerade hier auf die Funktion hier. Da bietet er mir jetzt wahrscheinlich einfach bestimmte Dinge an,
die ich halt auf meinem Gerät so gekoppelt habe oder beziehungsweise geladen habe. Maps ist ganz klar. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt bei Apple CarPlay mehr oder weniger ähnlich aussehen wird, die ganze Nummer. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so einen Multimedia-Dienst. Viele nutzen Spotify, bei mir heißt der Deezer. Ich habe eine FAZ-App drauf. Die Telefonfunktion kann ich hier drüber nutzen. Einstellungen kann ich laufen lassen. Kalender, Skype. Hier habe ich noch meine eigene Navigation zum Beispiel, die ich darüber abrufen könnte, die Podcasts, meine ganzen WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Das könnte ich jetzt alles hier drüber direkt steuern und ich könnte jetzt beispielsweise auch hier drüber steuern die Media-Einheit, die aber auch per Bluetooth funktionieren würde. Das ist schon alles. Also man muss wirklich nichts tun, großartig, außer das Ding stecken, zweimal auf OK drücken und dann hat er sich automatisch schon mit dem Gerät selbst verbunden. Also ich würde mal behaupten, das ist wirklich so simpel und einfach. Das sollte man normalerweise hinbekommen. Klar, gibt manchmal irgendwelche Dinge, die das Ganze irgendwie stören oder störanfällig machen, warum auch immer. Aber hier hat man jetzt gesehen, wenn man das also frisch installiert, dass das eigentlich eine ganz simple Geschichte ist. Hier drüber kann man übrigens auch die Google-Sprachsteuerung noch direkt ansteuern. Und hier wären zum Beispiel die Funktionen, wenn ich halt Deezer oder Spotify anmache, dass ich hier drüber die Titel dann gleich auswählen kann. Ja, das können wir uns zum Beispiel mal anschauen. Da hatte ich jetzt ein Hörbuch angehört zuletzt. Das könnte ich jetzt dann beispielsweise direkt ansteuern oder das müsste ich dann aber jetzt über das Telefon noch auswählen, welche Lieder ich in dieser App entsprechend mir anzeigen lassen möchte. Ja, soweit kurz mal der Ausblick auf Android Auto. Wie gesagt, Apple CarPlay dürfte vermutlich ähnlich funktionieren, dass man einfach mal gesehen hat, wie schnell und einfach das Ding auch installiert ist. Und jetzt sollten wir dann aber auch wirklich die ganzen Geschichten noch durchhaben. Wenn da noch irgendwelche Fragen jetzt übrig bleiben sollten, einfach unter die Kommentare schreiben. Dann kann ich gegebenenfalls das Video noch ergänzen oder auch nochmal ein Zusatzvideo machen bei der Multimedia-Einheit, falls da nochmal irgendeiner eine Spezialfrage zu haben sollte. Und dann würde ich das ganz gerne dabei erstmal belassen und Spezialfragen dann gerne auch entweder persönlich oder dann in den Kommentaren noch beantworten.